Hallo, mein Name ist Christian Feuerstein, ich arbeite bei der Fachhochschule St. Pölten und bin zuständig für das Projekt Neurotizismus. Und ich habe hier einen Mitveranstalter von unserer Konferenz Inverted Classroom and Beyond am 23. und 24. Februar. Gerhard, stell dich vor. Gerhard Brandhofer, Pädagogische Hochschule Niederösterreich. Dort bin ich in verschiedensten Bereichen tätig, zum einen und im Wesentlichen in der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, auch in der Ausbildung und auch in der Forschung. Okay, wie ich aus zuverlässiger Quelle weiß, habt ihr auch sozusagen einen eigenen Schwerpunkt zum Thema Inverted Classroom. Wie schaut das bei euch genau aus? Der Anstoß zu diesem Schwerpunkt war die vierte ICM-Konferenz in Marburg, wo wir eigentlich prominent vertreten waren. Und da wir ohnehin versucht haben, digitale Medien verstärkt einzusetzen in der Lehre, in der Ausbildung, auch in der Fort- und Weiterbildung, haben wir verschiedene Szenarien dafür gesucht. Das eine sind E-Portfolios, die wir in der Schulpraxis verwenden, in den Masterstudien. Und der andere große Schwerpunkt, den wir heuer uns gesetzt haben, ist ICM. Das passiert zum Teil in den Lehrgängen, aber auch in der Ausbildung mit verschiedensten Personen, die wir dafür ansprechen. Wir haben ganz speziell dafür einen Kollegen gefunden, der das unternimmt und uns da sehr stark unterstützt bei diesem Service. Das ist der Josef Buchner, ein junger, sehr engagierter Kollege. Und das freut mich sehr, dass das bei uns zurzeit eigentlich sehr, sehr gute Resonanz findet. Welche Bedeutung hat jetzt das Konzept Inverted Classroom oder Flipped Classroom für die Ausbildung von Lehrenden? In der Ausbildung kommt jetzt zum Teil unter. Das heißt, dass da versuchen wir auch ein bisschen so Motivation zu treiben für die Lehrenden. Was wir sehr stark bereits einsetzen, ist in der Fort- und Weiterbildung, ganz konkret bei einem Weiterbildungslehrgang für Berufseinsteiger. Das heißt also, das sind Lehrende, die frisch an die Schule kommen und die pädagogische Hochschule absolviert haben. Die bekommen von uns Unterstützung bei ihren ersten Schritten im Unterricht und bei diesem Support, den machen wir ganz stark über ICM, über Videos zu administrativen Tools, zu Reiserechnung, zu Fortbildungsadministration und anderen auch. Wo siehst du das Potenzial des Konzepts in der Schule? Für die Schule oder für die Hochschule? Ja, für die Schule. Für die Schule, gut. Für die Schule ist das große Potenzial, dass man durch die Produktion von Materialien auch gewinnt an Kollaborations- und Kommunikationsmöglichkeiten mit Kolleginnen und Kollegen. Das heißt also, wenn man nicht so sehr von verschlossenen Klassentüren spricht, sondern diese Materialien auch teilt mit den Kollegen und Kolleginnen, dann entsteht hier eine ganz neue Möglichkeit der Kommunikation und der Zusammenarbeit an den Schulen und über die Schulen hinaus. Und ich sehe auch bei den Schulprojekten, die wir so am Radar mitverfolgen, dass das sehr gut funktioniert, wenn die gewisse Offenheit auch von den Kolleginnen und Kollegen gelebt wird. Für die Hochschule für uns besonders spannend ist, um das auch noch ganz kurz zu erwähnen, Berufseinstieg. Die Leute sind sehr stark belastet mit dieser neuen Rolle. Wenn wir jetzt zusätzlich Fortbildungen anbieten, wo weite Reisewege zu machen sind und Präsenzzeiten abzuhalten sind, dann ist es für diese Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr schwierig, das zu erfüllen. Das ist für diese Leute dann ein großer Service, dass sie diese Informationen, dieses Wissen, just in time abholen können, immer dann, wenn sie es brauchen. Gut, ja, dann freuen wir uns beide noch auf zahlreiche Anmeldungen für die Konferenz und auf spannende Inputs. Ja, also 23. und 24. Februar, Fachhochschule St. Pölten, bitte anmelden. Danke.